Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schleichwerk von Butchbob 42. Da, 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 da. Da, 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 da. Herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg in Cho'ogunat. Da, 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 da. Um den Chinesen das zu zeigen. Da, 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 da. Dass wir die besten, dass wir der beste Söldner der Welt sind. Da, 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 da. Und die Welt zu retten. Da, 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 da. Ja. Wir haben den Weltrettungsblues. Ich hab den Weltrettungsblues. Weil wir die Welt retten. Blues. Cho'ogunat helfen. Da, 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 da. Ja, viel hat sich getan seit der letzten Folge. Cho'ogunat gegen die Jonten Staffel. Ja, Akira ist tot, wa? Little Punjab. Ja. Gab da nicht mal Punjabi MC? Ja. Es gibt auch den Punjab. Das ist, glaube ich, ein Gebirge. Ja. So. Das ist der Gebirge-Blues? So, was machen wir jetzt? Nava. Wen müssen wir jetzt töten? Jonten. Ach, Mist. Jetzt schon? Die können sich schlauer anstellen. Schlachtschiff der Anzahl. Und zwar, das Beyond mit Feuern der keine Torpedos ab. Das heißt, wir brauchen jetzt keinen Eraser, sondern nur einen Panzer. Aber bist du schlau? Und hier genau dasselbe. Baba. Und dann haben wir die beste Version, sind optimal geschützt. Na dann, los. Na dann, Cho'ogunat helfen. Ja, was machen wir diesmal für ein Review? Ich überlege gerade, habe ich ein neues Spiel? Eigentlich nicht. Doch, ich habe also eine App. Es ist eine App. App. Für Smartphone. Ja. Deathdome heißt das schöne Spiel. Das macht ganz doll viel Spaß, hat eine wunderschöne Grafik. Es ist quasi, man ist eine Heldin gefangen im Death Dome, wo sich so ein Virus ausgebreitet hat. Und jetzt muss man halt Zombies schätzen. Also das ist halt gar nicht geil. Also es ist immer. Nur es ist in einem Dome. Es ist in einem Dome, ja. Genau. Statt in einem Heck. Genau. Achso. Und es macht übel Spaß. Man sieht so immer. Drei Stationen und dann kommt der Endboss. Und jetzt seit dem neuesten Update ist ein neues Gebiet dazugekommen. Mit wieder neuen Gebieten, wo man dann halt wieder bewegen muss. Dann kommt wieder der Endgegner. Neue Waffen, neue Ausrüstung. Und es gibt jetzt auch Arenen. Da muss man ungefähr 50 Feinde besiegen und dann kriegt man da voll die Specials und sowas. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Bei der ersten Arena. Ja, macht übel viel Spaß. Es ist natürlich, wie die meisten kostenlosen Apps, kann man sich natürlich Vorteile verschaffen, indem man da wirklich bezahlt. Klar, muss man aber eigentlich nicht. Die Gegner sind schaffbar und Geld kriegt man auch genug, sobald man sich dann irgendwie den Geldverdoppler leisten kann oder den, wie nennt er sich, den Erfahrungspunkteverdoppler. Nee, Teiler eher EP-Racher. Ja. Kann ich mir empfehlen, macht übel viel Spaß. Es ist schön anzusehen. Ziel erreicht. Ja. Also wer das will, Death Dome. Ziel identifiziert. Ja, ungefähr um die 400 noch was MB groß. So groß? Ja, doch. Aufschaltung geöffnet. Durch die Grafik ist es natürlich auch. Also zieht es auch ordentlich. Das auf jeden Fall, ja. Aber es macht trotzdem extrem viel Spaß. Natürlich ist auch Werbung dabei. Klar, ist halt kostenlos. Dafür, dass es halt, muss sich ja irgendwie finanzieren, deswegen macht man das ja auch. Aber Spielspaß ist trotzdem vorhanden und das nicht knapp. Kann ich mir empfehlen. Das war's von meiner Spielgenie. Ich hab kein neues Spiel. Oh. Doch, Chat Roulette. Jedes Mal, wenn man Penis sieht, einen Penis. Dann bist du ja nach 5 Minuten ja halbe Sorge. Ja, was gibt sonst noch? Wir sind immer noch am Roten Meer. Wir haben von den Bionten so voll in den Mangel genommen. Ja, was zum Spiel ist. Ja. Akira haben wir ja aus dem Weg geräumt. Und ich hab
euch ja schon am Anfang gesagt, dass die Bionten sich mehr und mehr zur Hauptstory so entwickeln. Und ja, gut, dann langsam immer mehr und mehr und mehr zur Hauptstory. Das ist eigentlich schon. Ja, also seitdem wir die olle Box da haben. Vielleicht bist du Death Doom. Ja. Das macht voll Spaß. Aber das ist halt viel, wenn man so in der Arena dann ist, dann muss man. Dann kann man halt nicht vorher raus, bevor man nicht die ganzen Punkte keine da geschnitzelt hat. Also die Top- oder deine Zeit eben abgelaufen ist. Das kann ich auch so. Ja. Boah, die Jungsbombe. Und man muss halt derweil ganz viele Punkte sammeln und das ist. Biontenbomber! Biontenbomber? Gucken wir an! Haben wir jetzt noch Torpedo? Nee, nee, nicht, aber die sind trotzdem voll. Torpedo! Der ist doch an! Wow! Aber der ist voll groß! Und voll paralysiert! Wann kommen jetzt eigentlich die schwarzen Schiffe? Torpedo! Das sind die schwarzen Schiffe, ja? Oder wird das überhaupt die letzten, keine Ahnung, 20 Folgen aufgefasst? Ja, habe ich, aber ich war dann immer ein bisschen. Geschlafen. Nicht immer. Nein, also es ist halt dadurch, dass wir jetzt auch so lange Pause hatten. Ja. Du hast natürlich schon tausendmal Leute, die das heißt, die sind Story vertraut, schon vom klar, was als nächstes passiert und so. Ich frage mich jedes Mal, wie es ausgeht. Und kennst du das, wenn man einen Film guckt? Und man sich immer denkt, oh komm, diesmal schaffst du es, diesmal läuft es irgendwie anders oder diesmal, das muss er doch diesmal sehen, dass er da und da und so und so. Also wie bei Rockstar mit Joe Black. Nein, diesmal stirbt er nicht. Ich hab das ja nie gesehen. Nicht? Nein. Aufschaltung. Also, den finde ich zum Beispiel gut. Der kam ein paar Mal auf Twitter, hatte er erst früher. Super. Aber nicht. Nee, ich finde die Rolle da von Brad Pitt, also die Rolle vom Tod quasi. Also der Tod. Der ist von Brad Pitt? Ja. Ich weiß gar nicht, wie er ist. Ja, der Tod schlüpft quasi in den Körper eines Menschen und lernt dann so Mitgefühl und alles sowas ein bisschen. Achso, Erdnussbutter. Das klingt eigentlich so gut. Eigentlich ist er. Er hat das gut. Also ich finde ihn gut. Vielleicht sollte ich kann man mit der Freundin mal. Ich kenne nie was um. Was von Roy Black handelt. Joe Black. Achso. Ja, ich hab Roy Black. Oh, okay. Ja. So viel dazu. So viel dazu. Auf jeden Fall Roy Black, da kenne ich ein Lied. Von Lizzo. Das geht so Sachen so. So Punkrock. Ja. Und die haben ein Lied geschrieben, das heißt Roy Black ist tot. Ist ja auch tot. Und das geht dann so ungefähr. Roy Black ist tot, Roy Black ist tot, Roy Black ist tot, Roy Black ist tot. Er kann nicht mehr singen, tralali, tralala. Er kann nicht mehr singen, tralali, tralala. Tral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 
ist Neil egal. Außerdem dürfte er dir noch einen Gefallen schuldig sein. Ich muss jetzt aufhöhlen. In Eulenähe gibt's eine kleine Festung. Da blinkt er mich hin. Beeil dich. Yellow Bender. Das ist echt schwer. Major Lopez. Ab Flint, was gibt's? Ich wüsste eine Gelegenheit, wie ihr mir auch mal einen Gefallen tun könnt. Immer raus damit, Flint. Es geht um Hung Lung. Sie ist in Schwierigkeiten. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Sie weiß irgendwas über Akira und deshalb hält Simon sie gefangen. Und ich denke, dass wir die Informationen gebrauchen können. Ich glaube kaum, dass Hung Lung diese Informationen gibt, wenn sie als Gegenleistung nichts als Gefängnis zu erwarten hat. Lopez, ich gehe da raus und werde sie befreien, wenn ich darf. Wie lauten deine Befehle? Besorg die Informationen über Akira und nimm Hung Lung gefangen, wenn sie dir nicht entwischt. Sie ist sehr gerissen, Lopez. Deshalb wäre ich auch nicht böse, wenn sie dir entwischt. Du hast mich verstanden, Finn. Also, und vielen Dank. Er kann nicht mehr singen. Sie ist ganz schön gerissen. Er hält sie gefangen. Fang, 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 fang. Er hält sie gefangen. Fang, 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 fang. Ich bräuchte ja jetzt wieder ein Eraser. Fang, 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 fang. Ich muss wieder mit Bleach voll knallen. Ja. Bei Bleach sind ja Shit. Ah. So viele Torpedos. Gerne, falls dir alle passen. Und speichern schon. Oh ja. Wie viel Zeit haben wir? Moment. Warte, du hast wieder nicht geguckt. Jetzt sei doch nicht immer so realistisch. Hung Lung Letten. So, gucken wir mal. Hung Lung, Talmann. Ach, wir haben noch genug Zeit. Na, sagen, was du kannst. Los geht's. Okay, die Strömung beginnt bei Nava. Denk daran, schleich dich an. Ja, aber ich habe ein neues Level von 2. Das heißt sogar nicht mehr? Eigentlich nicht, aber sie ist verstört. Ja, super. Okay. Komm, mach kaputt. Ziel erfasst. Aber ja, Mann. Ich werde dich zerquetschen. Hammerbogen. Ziel erfasst. Dann aber doch aufgelesen, eine Atemgasfüllung gegeben. Ja, also entweder mag sie uns oder so eine Art Hassnahrung. Ja, ich glaube eher so. Also es hieß ja, die waren beide im Opportunen. Ja, die hatten aber so und hatten was miteinander. Und dadurch konnte ich viel. Hatten beide viel. Ja. Wie auch immer das geht. Ich bin jetzt am Boden meines Zickes. Wir sehen uns noch. Ziel zerstört. Aufschaltung geortet. Achtung, Ziel verloren. Ziel identifiziert. Guck mal auf ihre Geschwindigkeit. 95 km/h pro Stunde. Ja. So, und jetzt warm. Einfach mal 190. Okay. Könnt an sich mit ihr mithalten durch unseren Booster. Ich könnte sie sogar mit ihr überholen. Ja. Also fährt dann irgendwie so irgendwo zur Karte hin und wartet dann.
Jedenfalls schon wieder geschafft hier, ey. Das geht hier ratzfatz. Wir sind heute echt gut drauf. Ah, Wunglung. Wunglung hier. Danke fürs Entwischen lassen. Du hast eine Flasche Atemgas bei mir gut, wenn ich dich das nächste Mal begegne. Wenn ich dir das nächste Mal begegne. Ich werde dich daran erinnern, aber du schuldest mir noch ein paar Informationen um. Akila war der nützliche Idiot. Eine Verschwölung zwischen Sultan Salman und Leo van der Waal. Van was? Van der Waal. Handelwahl. Ah, worum geht's? Verzeihung. Waffenhandel, Waffentransport und was damit zusammenhängt. Und für die bessere Kontrolle sollte Akila einen Weltkrieg anzetteln, da war dieser verblendete Patriot genau der richtige für. Woher weißt du das? Ich war ihr Kulier. Naja, ich nehme an, sie haben gut bezahlt. Gibt's Beweise? Jede Menge, macht einen Ausflug zu Sultan Salman und durchsucht sein Büro. Da findet ihr alles. Wir werden uns drum kümmern. Mach's gut, Hung. Wir sehen uns bald wieder. Denn ich würde mich freuen, wenn's mal wieder auf derselben Seite wähle. Ganz meinerseits, Hung. Boah, weißt du, wie anstrengend das ist? Als Nicht-Asiate? Major Lopez, darfst du jetzt wieder mit Spanisch sprechen? Afflin, wie ich sehe, hast du deine Terroristin-Freundin entwischen lassen. Die war einfach zu trickreich für mich, Lopez. Aber ich weiß was über Akira. Immer raus damit. Akira war Teil einer Verschwörung, an der noch Zahlmann und Mr. Entrox, Leo van der Waal... Leo van der Waal. Van der Waal. Zauberkugel beteiligt sind. Das Ziel hieß Weltkrieg und den Waffenhandel um den Waffenhandel ein wenig anzukurbeln. Gibt's dafür Beweise? Bei Sultan Zahman auf dem Schreibtisch. Sollen wir hin, sie zu holen? Ihn zu knechten? Jetzt, wo es hier keine Bionten mehr gibt? Da wäre ich mir gar nicht so sicher, dass man hier nicht ein paar Leute gerutscht sind. Aber nein, um Zahman soll sich Yala Ravagun kümmern. Ich gebe gleich Bescheid. Und was machen wir? Du wirst nicht glauben, wir fahren ins Shogunat. Dialogende und Film! Bam. Wir sind unterwegs zum tiefsten Tal der Welt. Im Marianengraben betreiben die Monarchisten ein geothermisches Kraftwerk, welches magmatische Energie aus dem Innern der Erde in Elektrizität umwandelt. Ausgerechnet dort gibt es nun Biontenalarm. Die geologische Architektur der Erdkruste ist dort besonders instabil. Admiral Wodjaping rechnet damit, dass die Bionten diesen Umstand auszunutzen versuchen, um ein künstliches Seebeben auszulösen. Die Nachricht kam durch, kaum dass die Kriegshitze im Roten Meer abgekühlt war. Ein Seebeben der obersten Katastrophenklasse zerstörte die Stationen und Habitate der Clansunion im Arabischen Meer. Keine Überlebenden. Die richtige Verschiebung der Erdkruste, der richtige Druck und es entsteht ein mächtiger Tsunami, der alles Wasser aufwühlt und auch die verseuchten Oberflächenschichten in die Tiefe saugt, wodurch die Rettungsaktionen fast unmöglich gemacht werden. Mittlerweile wird mir klar, dass diese Häufung von Seebeben keine Laune der Natur ist. Die Ronin Hung Lung nannte die Bionten das Böse aus der Tiefe, während die Moogs immer von dem Grollen aus der Tiefe redeten. Und ich würde meine letzten Credits dafür verwetten, dass sie recht haben. Die Seebeben sind handgemacht. Weiß der Teufel, welche Maschinen die Bionten dazu benutzen, dass sie selbst die Erdkruste gegen die Menschen in Aqua aufbringen. Ich mag Aufträge nicht, die mich ins Zentrum des Shogunats führen. Vor Jahren hatte man mir hier wegen angeblicher Majestätsbeleidigung den Prozess gemacht und mich in die Gulags im Ochotskischen Meer verbannt, wo ich dank der Ronin Hung Lung entfliehen konnte. Niemand hat je den Imperator Lung des Shogunats zu Gesicht bekommen. Er ist das mächtigste Phantom der Erde, von seinen Untertanen gefürchtet, geliebt, verehrt und von manchem Dissidenten gehasst. Es kommt mir vor, als gingen alle Menschen hier im Gleichschritt. Und für die wirklich Starken unter ihnen gibt es nur zwei Wege. Nach oben in den Offiziersdienst oder weit weg. Schwester Wostok, Hauptstation des Holla, die Waldfee. 1600 Meter. In der Sowjetunion unter Schwester Woodstock. Woodstock. So. Hammer. Okay. Ja, du bist jetzt wieder General Cox.
Echt? Wo steht denn das? Achso. Willkommen, Schwester Wustoklin. Danke, General Cox. Was liegt an? Politischer Unterricht. Wir können uns im Augenblick keine diplomatischen Zwischenfälle erlauben. Was heißt das? Das heißt, dass Emerald Fritz sich für die nächsten Tage aus seinen Privatgeschäften zurückzieht. So, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Ding. Hier gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Am besten ist natürlich, kommt auf die Bezahlung an, General, weil bei allen anderen kriegt man nur 5.000 Credits und bei der Bezahlung gibt es 10.000 Credits. Wow, okay. Das ist gut. Ich denke, 10.000 Credits dürfen genug sein, um den privaten Geschäftsmann Flint ein paar Tage aus dem Verkehr zu ziehen. Ich bin Ihr Mann, General. Für 10.000 würde ich meinen Bruder an das Shogunat verscherbeln. Das wird nicht nötig sein. Es wäre auch ein schlechtes Geschäft für Shogunat. Also gut, Vorschuss gibt's allerdings keinen. Ich habe meine Gründe. Und denk dran, wir brauchen strikte Disziplin. Schon klar, was soll ich tun? Zunächst mal nichts. Jetzt ist erstmal eine Konferenz. Sobald die fertig ist, meldet sich bei dir ein gewisser Nevskij. Nevskij. Keine Ahnung. Er ist Adjutant und von Admiral Wu Jiangping. Kenne ich. Sonst noch was? Bis dahin hast du frei. Aber Flint... Ja, Sir. Halt dich an die Regeln. Wir arbeiten weltweit zusammen gegen die Bionten. Da kann ich sehr eigen werden, wenn mir einer dazwischen kommt. Hast du mich verstanden? Ich glaube, das war deutlich genug, General. Ach, Flint, das wird dich interessieren. Was gibt's, General? Sultan Salman und Leo van der Vaal sind auf einer gemeinsamen Orgie festgenommen. Sie werden vor ein internationales Gericht gestellt. Prima, was wird jetzt aus der Antwort? Das weiß doch keiner so genau. Die Sprungsterne stehen erstmal unter internationaler Verwaltung und heißen jetzt ITV Center. ITV? International Traffic Venture. Ehrlich gesagt, Info Point lang besser. Mach's gut, General. So, wir sind jetzt hier voll im Shogunat und quatschen erstmal. Das sind übrigens jetzt alles Asiaten, Butch, ja? Oder Russen, also. Weißt du, so. Ja. Wolle Russe kaufen. Obwohl, das ist echt Wahnsinn. So, quatsch mal mit dem Kommissar. Sie sind hier auf Urlaub. Blödsinn, sehe ich so bescheuert aus? Wer will das wissen? Ah, natürlich. Ein japanischer Russe. Toshito! Kyujo! Kommissar der inneren Sicherheit, Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Baby. Okay, gut, ich bin mit Diplomatenpapieren unterwegs. Es geht um die Biontengefahr. In Ordnung, die Papiere sind echt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Shogunat. Ja, Mann, die sind real. Und wie viel Zeit haben wir? Nicht mehr viel. Wir gehen trotzdem in den Feng-Zeng-Play. Okay, oder? Wird halt mal eine Länge. Der Fremdenbeauftragte. Ni hao, Waibin. Gute Zeit, Fremde. Ich bin Sonja Zi-Jung, Fremdenbeauftragte des Shogunats. Da ich nicht weiß, wie man das ausspricht, gute Zeit hier im Shogunat, wollen wir weiter. Wieso glaubst du, dass ich träume? Ich friere mich jetzt Tode, das ist ein kaltes Land. Ich wünsche dir, dass neue Erlebnisse zu neuen, guten Erinnerungen und kühlen Welten. Ich bin da eher der skeptische Typ. Ja, was auch immer. Ach ja, sehr blöd. Da Fremde, was kann ich dir anbieten? Ein Algensaki und vielleicht ein paar Informationen. Informationen? Was für Informationen? Nichts Spezielles, vielleicht ein paar Dinge, die man hier beachten sollte. Es gibt eine Menge zu beachten im Shogunat, Fremder. Zum Beispiel sollte man vorsichtig sein, wie man hält. Sollte man? Zum Beispiel das hübsche Mädchen da drin. Niedlich, was ist mit der? Die haut jeden Fremden mit ihren Kulleraugen an, ob ihr auf den Sprungstern helfen kann. Kleiner Tipp, tust nicht. Danke, warum bist du so hilfsbereit? Weil du nicht mehr bezahlen könntest, wenn du verhaftet wärst. Ja, ist ein Argument. Lass mal erstmal mit dem Geweih haben. Das ist eine Reo, aber... Oh Mann, was hast du denn gebechert? Wegen allen Schnaps mit Soma. Igitt, was ist Soma? Nom, wir selbst. So, Natascha. Hallo, wer bist du denn? Emery Deadeye Flintschätzchen, und du? Ich heiße Natascha. Bin auf Suche nach einem mutigen Seemann. Ich könnte ja mal wagen. Wie kann ich dir helfen, Schätzchen? Bring mich zum Funkstern. Dort, ich bin in Sicherheit vor Geheimpolizei. Da uns der Wirt empfohlen hat, das nicht zu machen. Tut mir leid, Baby, aber ich darf nichts riskieren. Das geht sonst ein paar internationale Verwicklungen. Weil hätten wir uns jetzt darauf eingelassen, ja. Das ist eine verdeckte Ermittlung.
Wow. Davon gibt es hier sau viel am Shogunat, deswegen muss man, darf man wirklich keine Aufträge annehmen. Hurra, was willst du? Du bist ein Söldner, ich erkenne das gar nicht. Nee, ich bin... Ja doch, ich erkenne das. Im Shogunat gibt es keine Söldner. Ich bin ein Kämpfer der internen Spezialeinheit. Intern? Was kämpft ihr? Gegen die eigene Bevölkerung? Nee, das tut aber die Polizei der angeblich freien Welt. Ihre Gefängnisse sind abendgefüllt mit der eigenen Brüdern und Schwestern. Tja, wo gerubelt wird, fallen Späne. Dafür beenden unsere Strafgefangenen ihre Haftzeit in der Regel lebendig. Um dann neue Straftaten gegen das Allgemeinwohl zu begehen. Aber man hat wenigstens die Chance, aus eigenem Willen nicht mehr kriminell zu werden. Also denn, Sai Jian. Tschüss. Auf Wiedersehen. Whispering Waters. Da waren wir gerade drin. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Ich habe mir das immer lustig vor, wie er immer die Tür aufmacht und guckt, war ich es? Falsche Runen war. Der Barkeeper. Was darf ich dir anbieten, Fremder? Etwas Grünes, ein Leichenaufwecker. Bitte sehr. Ich habe wieder einen Rising Grain. Wirkt wie eine Injektion von Haifischsperma. Das Zeug schmeckt auch so. Aus was wird es gemacht? Keine Ahnung. Dort drüben sitzt Vera Similia. Sie ist Lebensmitteltechnikerin. Na, hoffentlich ist sie nett. Also mal los. Ja, bitte. Niau. Niau, schöne Frau. Darf ich mich dazu setzen? Sicher, warum nicht? Ich unterhalte mich den mit meinem Lebensmann Atlantik. Schön, welche Frau möchte nicht, dass ich ein richtiger Held zu ihr an den Tisch setze? Was für eine originelle Anmache. Ich bin beeindruckt. Du bist Lebensmitteltechnikerin und nicht beeindruckt, hat der Barkeeper gesagt. Sicher, du willst wohl wissen, wie der leisigen Blindenhell gefüllt wird? Yeah, das Zeug schmeckt vorzüglich. Teufel, das Zeug schmeckt ja widerlich. Kein Wunder. Wir im Shogunat haben nicht solche verwöhnten Daumen wie ihr Atlanta. Das wäre auch schlimm für euch. Ihr könntet dann ja gar nichts mehr mit Genuss essen oder trinken. Also, aus was wird das Zeug gemacht? Living Blazen ist ein leinsynthetisches Produkt. Ein Spezialestell mit Aloma zu setzen. Der belauschende Wirkstoff besteht aus vollsynthetischen Muskalien. Ja, dachte ich mir schon. Egal, trinke ich halt nichts mehr. Danke für die Information. Das. Hallo, Weibin. Schön, dass ihr mich immer daran erinnert, dass ich ein Weibin, ein Fremder bin. Aber das stimmt doch. Du bist Europäer. Sicher. Und du bist Simo? Was ist denn Simo? Keine Ahnung. Simo, russischer Herkunft. Na und? Was arbeitest du? Ich bin Koordinator im militärischen Ausbildungszentrum. Aha. Und wo bist du? Nein, ich bin Erdbevertreter für Atemgas-Zusetzung. Parfüm-Zusetzung. Du kennst Winnie Wann? Mit dem haben wir vorhin gesprochen. Klar kenne ich Winnie, den alten Strippenzieher. Dann bist du's. Winnie Wann hat mir gesagt, du wärst ein Freund der Dissidenten. Achso, er will mich hier verführen. Ja, hier. Ja. Ich bin ein Freund derer, die mich bezahlen. Und im Augenblick heißt mein Brötchengeber General Cox. Gib mir leid. Ich habe nie mit dir gesprochen. Kann mich nicht erinnern. Okay. Flint! Lichtkopf! Da bist du ja, Flint. Wir haben dich gesucht. Nevskitsch will dich sprechen. Dann immer her damit. Ni hao, Söldner Flint! Ni hao, Nevski. Im Auftrag seiner Majestät des allerhöchsten Shogun richte ich dir seine große Dankbarkeit für deine Heldentaten aus. Richte ihm aus, dass er mich jederzeit wieder rufen kann, wenn einer seiner Generäle durchknallt. Nun ja, viel blauchen tapfere Kliegel wie dich in den nächsten Schlachten, auch wenn sie unhöflich sind. Was soll ich tun, Nevski? Und was zahlt ihr? 30.000 Credits für deine Dienste. Die Hälfte im Vorlauf. Du willst als Admiral Wu Jianping unterstellt. Er neigt selbst zum Individualismus und kann mit Menschen wie dir gut umgehen. Was sind das denn für Töne? Ist das nicht gefährlich? 30.000 Credits, tschatsching. Il Atlante überseht gerne, dass andere Völker ihre Grenzen kennen, weil ihr die Eulen nicht Wahl haben wollt. Statement.
Nun? Es ist zu spät, dich jetzt noch zu erziehen. Jetzt ist dein Nutzen für alle am größten, wenn du so kämpfst, wie du es gelernt hast. Allein. Das höre ich gerne. Yeah. Liegt irgendetwas Spezielles an? Das will Deal Ping schon verlaten. Ja, los. So, wir speichern jetzt mal. Wir machen einen Cut, oder? Ja, denke ich auch. Wir sind übrigens in Schwester Woodstock. Speichern. Speichern. So. Aber übrigens, wir sind hier. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir endlich Wuchang Pink treffen. Ja. Und er uns dann erzählt, was wir als nächstes vorhaben. Den haben wir schon getroffen am Roten Meer. Ist richtig, aber wir treffen ihn jetzt und der sagt uns dann, was wir dann vorhaben. Ja. Gut, dann habe ich diesmal gut aufgepasst. Ja. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Play Schleichwort, was in Folge, keine Ahnung, was sein wird. 1 Million. 1 Million. 42. Bis dahin, habt eine gute Zeit, wir sehen und hören uns und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö.